Und wir sind da schon zum ersten Einsatz unterwegs, hier mit dem schönen VW-Transporter von SFA Modding. Den gab es früher mal. Mittlerweile sind alle Modelle offline. Aber vielleicht kommt der irgendwann mal Wiss. Wiss, ja, genau, Wiss. Irgendwann mal was, wollte ich sagen. Und wir haben auch einen Hundi dabei. Der passt da gerade dazu, weil hier auch ein Hundi steht. Kann da mal raus. Das ist Bello. Bello der Rottweiler, und ich habe schon die Waffe im Anschlag, auch nicht schlecht. Ja, dann reden wir mal mit den Herrschaften, da gab es wohl einen Nachbarschaftsstreit. Wahrscheinlich wegen dem kläffenden Hund hier. Und sagt der Herr, wie kann ich Ihnen helfen? Ja, guten Tag, Herr Oberfeldmeister. Gut, dass Sie so schnell gekommen sind. Ja, können Sie mal sagen, was hier vor sich gegangen ist? Ja, dieser Typ da drüben. Der hat Dreck auf mein Car, auf mein Auto geworfen. Okay, wie lange geht das schon so? Ah, das läuft schon seit 3 Monaten so oder so. Mindestens. Okay, ich gehe mal zu ihm rüber und spreche ihn mal an. Auf sein Vergehen. Alles klar. Dann schauen wir mal. Ich werde in der Zwischenzeit wieder die Waffe wegstecken. Das macht ja keinen seriösen Eindruck hier. Guten Tag, der Herr Müllwerfer. Ja, guten Tag, Herr Oberfeldwebel. Ja, dieser Dickhead da drüben, ja, genau, der stört mich den ganzen Tag. Oh, okay. Oh yeah, sure. Ja, das habe ich schon mitbekommen. Was genau passiert? Beschreiben Sie die Lage. Ja, dieser verrückte Typ hier, der hat einen Hund und der scheißt mir den ganzen Rasen zu. Ja, man sieht hier, der Rasen ist sehr gepflegt bei Ihnen. Sie haben hier richtig gut aufgepasst. Da verträgt er bestimmt keinen Dünger von einem Hund. Ja, genau, das ist das Problem. Okay, was ist jetzt los? Der Hund ist kaputt gegangen da drüben. Interessant. Hey, was macht er jetzt? Bello, du sollst nicht andere Hunde besteigen. Okay. Bello macht gerade den Hund kaputt. Nein, aber hör doch auf, hör doch auf. Aufhören. Ich glaube, Bello hat es geschafft, dass die Polizei hier noch den Hund zerstört. So, versuche ihn mal hier reinzuholen. Komm, Bello, steig ein. Gut. Er lebt aber noch, zum Glück. Gut, dann ist nichts Schlimmes passiert. Und der hat jetzt, glaube ich, den Hund hier rausgejagt. Wo läuft der jetzt hin, der Hund? Der haut ab, okay. Keine Gefahr hier. Alter, warum haben sie den Hund losgeschickt hier, um den Nachbar anzugreifen? Oh, da, ich weiß auch nicht, ich bin ein bisschen verwirrt hier. Ja, denke ich mir. Also sie werden nochmal mitkommen müssen. Ich muss sie mal festnehmen. Der Nachbar haut auch schon ab. Der wird wahrscheinlich wieder Rasenmähen gehen hier. Auf seinen gepflegten Rasen. So, sie werden erstmal abgeführt. Unglaubliche Nachbarschaft hier. Mann, Mann, Mann. Bello, du musst ein bisschen besser aufpassen hier. Nicht andere Hunde beißen. Gibt's doch nicht. Gut, Zentrale, wir sind hier wieder fertig. Gab ein kleiner Zwischenfall mit dem Polizeihund. Aber alles ist wieder gut. Der Herr wird es abgeholt. Und dann sind wir wieder verfügbar für weitere Einsätze. Ja, da ist auch noch ein Fuchs oder sowas. Ich würde sagen, wir fahren mal in diese Richtung. So, liebe Leute, wir haben einen neuen Einsatz reinbekommen hier. Da gab es wohl einen Anruf hier bei der Polizei, dass eine Person mit einer Waffe oder mit einem Messer herumirrt und andere bedroht. Das wollen wir nicht in unserer Gemeinde sehen hier. Steht sogar mitten auf der Straße, der Typ. Okay. Er ist schon mal angriffslustig. Ich glaube, ich könnte jetzt mal den Hund rauslassen. Bello, steig mal raus und hol dir den Typen. Ich glaube, er haut ab. Hat er Angst vom Hund? Jetzt ist er fast noch überfahren worden. Ein junger Mann, bleiben Sie stehen. Okay. Stopp, 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 stopp. Schön das Messer wegwerfen. Das haben sie sehr professionell gemacht. Gut, Bello ist auch wieder da. Ah, was sollen die Scheiße hier mit dem Messer? Oh, starker Alkoholgeruch von der Person kommend. Da haben sie wohl ein bisschen zu tief ins Glas geschaut. Sie werden erstmal von mir höchstpersönlich festgenommen.
Da machen wir gleich mal einen Alkoholtest, damit wir die Zahl genau wissen. Alter, was ist denn hier überhaupt für ein Verkehr? Es ist ein Feldweg und hier gibt es nichts zu schauen. Fahren Sie weiter. Thanks. So, ja, 0,1. Da ist er ein bisschen drüber als erlaubt hier in GTA 5. Ja, ich würde sagen, wir werden ihn noch durchsuchen. Vielleicht hat er noch mehrere Messer dabei. Man weiß ja nie bei diesen Spinnern auf dem Land. Ja, die Dame, sie müssen nicht so langsam vorbeifahren. Ein entwendetes Stubenfliegengehege hat er noch dabei. Unglaublich, was die Leute sich alles einfach fallen lassen. Kyle Conan, wir schauen mal in seine Akte rein. Haftbefehl für verschärften Mord. Auch noch, sie werden abgeführt von einer Polizeistreife. Unglaublich. Bello, hast wieder einen super Job gemacht. Da wartet ein extra Steak auf dich am Abend. Wir gehen wieder zu einem Transporter und melden der Leitstelle, dass wir wieder verfügbar sind. Zentrale, wir haben wieder alles unter Kontrolle. Ups, da bin ich wieder ausgestiegen. Muss Bello noch die Tür aufmachen. So, Bello ist drin. Wunderbar. Oder der Typ wird schon abgeholt. Man weiß es nicht genau. Eine Einheit ist auf jeden Fall irgendwo unterwegs. Ah ja, da kommt sie auch schon. Gut, dann können wir das Blaulicht wieder ausschalten. Wir fahren mal in Richtung Harmony. Jetzt haben wir wieder einen Einsatz reinbekommen, Leute. Da soll einer auf der Straße bzw. neben der Straße herumpissen. Das ist nicht gern gesehen in Harmony. Da werden wir gleich mal Bello rausschicken, um in den Hintern zu beißen. Schauen wir mal, wo der Typ überhaupt ist. Jetzt müssen wir ihn suchen. 10-4, copy that. Ah, hier. Ja. Schön zur Straße hin. Er lässt sich auf jeden Fall nicht stören. Oh, jetzt bin ich ein bisschen zu früh ausgestiegen. Steige wieder ein. Er hat ordiniert und jetzt ist er weggelaufen. Mehrere Polizeistreifenkräfte sind schon am Start hier. Und jetzt klaut er noch ein Fahrzeug oder was? Nein, du gehst nicht in diesen Truck rein. Muss ich schauen, habe ich noch einen Elektroschocker auf dem Armaturenbrett liegen? Habe ich natürlich. Und leider vorbeigeschossen, meine Zielkünste sind so gut. Und er hört. Was ist denn da? Treffe ich den nicht? Wollen Sie nicht getroffen werden? Ja, jetzt. So. Bleiben Sie mal schön stehen. Sonst wird sie Bello beißen. Und dann werden Sie nie wieder urinieren können. Auf dem Boden jetzt. Und die Polizeihelfer sind auch schon da. Kollegen, mach das mal fertig, was ich angefangen habe. Der Hund ist noch gar nicht ausgestiegen. Hast du keine Lust? Wo ist er überhaupt? All units, code 4. No further units required. Gut. Wir werden ihn mal durchsuchen lassen. Oder ich mache es wieder persönlich. Dann schauen wir mal rein bei dem Herrn hier, Alex Santos. Er hat eine Pistole dabei und einen Eimer mit toten Goldfischen. Da hat er wahrscheinlich auch noch reingepisst in seinen Eimer. So, dann schauen wir mal rein bei Santos. Sonst nichts. Er hat aber auch keinen Waffenschein. Das heißt, er darf keine Waffe tragen und wird dann sofort abgeführt und einige Strafen aufgedrückt bekommen von unserer Polizei. Er wird einiges an Geldstrafe kriegen. Der wird jetzt abgeholt und mein Hund ist auch da, glaube ich. Also schauen wir mal rein. Ja, er sitzt da. Auf dem Rücksitz. Gut, alles in Ordnung. Ich dachte zuerst, ich hätte ihn verloren, aber dem ist nicht so. Gut, haben wir den öffentlichen Pisser auch noch verhaftet, da er noch eine Waffe bei sich trug. Kriegt er natürlich noch eine Strafe dazu. Gut, dann fahren wir wieder. Wir sind ja von der Richtung gekommen. Ich möchte nicht nochmal zurückfahren. Fahren wir mal in Richtung Stadt, würde ich sagen. Wenn ihr auch mal Videowünsche habt, wie das hier, das hat sich ja der Gurkensohn gewünscht, dann könnt ihr das gerne tun. Kommt auf meinem Discord vorbei. Link ist unter dem Video. Und dann könnt ihr das in den LSPDVA-Videovorschlägen reinschreiben. Das ist ein eigener Kanal. Einfach reinballern, was euch so in den Sinn kommt. Und dann versucht da ein Video draus zu machen. Ganz einfach. So, da ist ein Einsatz angekommen. Eine Person möchte sich das Leben nehmen hier am Sankudo River.
Bin ich mal gespannt, ob wir die Person vielleicht noch irgendwie antreffen können. Die soll da drüben stehen. Ich sehe eine bei der Brücke. Wir fahren mal zu der Brücke hin und versuchen dann mit unserem Hund vielleicht die Sache ein bisschen zu lösen, entschärfen, der Person zu helfen, dass sie nicht darunter springt. Versprechen kann ich aber nichts. So, jetzt sind wir fast angekommen hier. Ich glaube, bei der nächsten Brücke müsste er stehen. Wir werden da mal das Blaulicht ausmachen und ganz behutsam. Okay, ist eine Dame, glaube ich. Ich werde mal versuchen, mit ihr zu sprechen. Sie hatte schon ein bisschen was gesagt. Da kommt noch ein Wanderer, ist auch noch in der Nähe. Hat die eine Waffe oder was? Junge Dame, legen Sie die Waffe nieder. Und bringen Sie sich bitte nicht um, das Leben geht weiter. Es ist ja so ein schöner Tag hier. Ich habe auch einen Hund dabei, möchten Sie ihn streicheln? Nein, das will ich nicht, bleiben Sie weg. Okay, ja, aber wir können auch ein bisschen reden. Kommen Sie. Ich zeige Ihnen doch meinen Hund. Ach, da hinten kommt noch ein wildes Tier. Schauen Sie mal. Da hinten ist ein wildes Tier. Oh, sie hat, glaube ich, auch geschossen. Legen Sie die Waffe weg. Ach du Scheiße, das wilde Tier kommt. Bello! Bello, wo bist du? Komm raus! Ach du Scheiße. Ah, ich habe noch einen Joker dabei. Oder habe ich noch eine Pistole? Ja, ich habe noch eine Pistole. Okay. Ich glaube, er hat Angst. Bello setzt zum Angriff über und hat den Löwen erledigt. Oder auch nicht. Lebt er noch? Oh Gott. Da hätte fast uns beide umgebracht. Haben Sie nicht gesehen, diesen Löwen? So, nun zu Ihnen. Ich muss Sie mal kurz festnehmen. Das ist reine Routinemaßnahme. Oh Gott. Also da ordentlich aus dem Ruder gelaufen hier. Unglaublich. Da müssen wir noch einen Jäger holen nachher. Gut, die Dame. Kommen Sie mal mit zum Fahrzeug. Da sind wir, glaube ich, sicherer. Gut. Dann schauen wir gleich mal in die Asservatenkiste rein. Weil der hat ja noch eine Waffe dabei gehabt. Auf wen die dann registriert ist, gucken wir mal. Was wir hier so sehen. Da ist auch der Zwinger drin in diesem Fahrzeug. Da sitzt dann der Bello drin. Gut, Whitney Hodges ist die Besitzerin. Jetzt schauen wir mal, ob die auch so heißt. Mal die Personal überprüfen. Ja, ist auch dieselbe namige Frau. Okay, was ist da los? Kommt da schon wieder so ein Löwe? Die hat einen Waffenschein, also sie darf die Waffe tragen. Gut, alles klar. Junge Dame, ich werde Sie nun einem Rettungsdienst übergeben. Der wird sie dann mitnehmen. Rettungsdienst. Assistance required. Und 68. Hoffentlich kann er ihnen helfen. Der Doktor. Jetzt muss ich noch schauen, wo der Löwe liegt. Da brauchen wir noch einen Jäger. Weil der ist, glaube ich, nicht mehr zu gebrauchen hier. Die Kollegen sind bereits auf Anfahrt. Und zwar bei Senkudo-Fluss. Da kann man höchstens noch einen Löwenlandjäger draus machen. Gut. Der Jäger ist da. Jetzt steigen wir da ein, würde ich sagen. Bello. Ah! Bello wurde gerade überfahren. Nein. Du hast Bello zerstört. Das gibt's doch nicht. Du Bello-Zerstörer. Oh Mann. Ja, es nimmt da wahrscheinlich noch Bello mit und nicht den Löwen. Das gibt's doch nicht. Eieiei. Eieiei, das war ja wieder eine Aktion hier. Der Löwe lässt er bestimmt liegen, oder? Den lässt er bestimmt liegen. Oder steigt er nochmal aus? Nee. Ah, Gott. Diese Jäger von heutzutage. Muss ich nochmal eine anfordern. Die Dame ist auch schon eingeliefert. Ach du Schande. Ja, Leute, wenn euch das Video wieder gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und tut es für Bello. Ich wünsche jetzt noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao.